In diesem Tutorial werden wir uns ein bisschen genauer die Ableitung der Sinus- und Cosinus-Funktion anschauen. Diese Zusammenfassung ist für die Oberstufe sowie für Grundstudium geeignet. Zuerst sollten wir uns an die Grundlagen erinnern. Und zwar, es ist hoffentlich bekannt, dass Sinus x abgeleitet Cosinus x ist, Cosinus abgeleitet Minus Sinus, Minus Sinus ist dann Minus Cosinus und Minus Cosinus ist wieder Sinus. Also, in diesem Kreislauf im Uhrzeigersinn haben wir die ganzen Ableitungen von Sinus und Cosinus. Wie könnten wir das verwenden? Auf eine sehr einfache Funktion bezogen, wie zum Beispiel hier Sinus x, könnten wir dann sagen, f' von x ist dann nichts anderes als Cosinus von x. Leider ist das nicht die ganze Wahrheit, obwohl das Ergebnis stimmt. Und zwar, was hier außer Acht gelassen wurde, ist die Tatsache, dass die Sinus- und die Cosinus-Funktion immer verkettet sind. Was bedeutet das für uns? Wir haben, zum Beispiel wenn wir die Anfangsfunktion betrachten, eine äußere Funktion, das ist die Sinusfunktion, und eine innere Funktion, das ist der Term, der sich in den Sinus drinnen befindet. Und wenn wir eine verkettete Funktion ableiten, müssen wir natürlich die sogenannte Kettenregel anwenden. Hier nochmal rechts abgebildet an der Seite, die Kettenregel bedeutet nichts anderes als die äußere Funktion abgeleitet mal die innere Funktion abgeleitet. Wenn wir das versuchen auf unser Term anzuwenden, also äußere Funktion Sinus abgeleitet ist Cosinus, das haben wir auch hier an dieser Stelle, also das ist hier die äußere Funktion abgeleitet, und dann kommt mal die innere. Die innere bedeutet, wir leiten x abgeleitet ist 1, und natürlich, wenn wir das Ganze zusammenfassen, dann bleibt ja nur Cosinus von x übrig. Allerdings ist es nicht immer so einfach, und zwar dieser Kettenregel muss man auf jeden Fall beachten, wenn die Terme komplexer werden. Also, bei unserem nächsten Beispiel hier haben wir einmal die Cosinusfunktion zusammen mit dieser Konstante hier als äußere Funktion und 4x wäre dann die innere Funktion. Also nach der Kettenregel, die äußere Ableitung ist natürlich Cosinus abgeleitet des Minus Sinus. Das Minus Sinus ziehe ich, also das Minuszeichen ziehe ich nach vorne vor der 2. Und dann hätten wir hier Sinus von 4x. Also das ist die Ableitung der äußeren Funktion. Und dann kommt noch mal die Ableitung von 4x. 4x abgeleitet sind natürlich 4. Natürlich kann man das Ganze noch ein bisschen zusammenfassen. Und dann hätten wir minus 8 Sinus von 4x. Also vergiss nicht, alle trigonometrischen Funktionen sind verkettet, deshalb muss man immer die Kettenregel anwenden. Zur Verdeutlichung werden wir uns ein paar Beispiele jetzt anschauen. Also wir haben hier eine ganz normale trigonometrische Funktion und wir möchten die Ableitung. Zuerst entscheiden wir wieder, was äußere und was innere Funktion ist. Die äußere Funktion ist natürlich die Sinusfunktion, die hier steht, und die innere ist dieser Pi mal x. Kurz zur Erinnerung, Pi ist eine mathematische Konstante, ungefähr 3,14 und dann unendlich viele Stellen nach der Komma, so ungefähr. Damit will ich sagen, es ist eine reelle Zahl, deshalb wird es auch beim Ableiten wie eine Zahl behandelt. Das bedeutet, Sinus abgeleitet ist Cosinus, deshalb haben wir hier vorne 2 Cosinus von Pi mal x. Diesen Term entspricht der Ableitung der äußeren Funktion und jetzt die innere Funktion Pi mal x abgeleitet ist natürlich Pi. Üblicherweise zieht man beim Ergebnis immer die Konstante nach vorne, deshalb könnten wir sagen, zusammengefasst lautet das Ganze 2 Pi mal Cosinus von Pi x. In einem weiteren Beispiel wollen wir noch eine trigonometrische Funktion ableiten. Als erstes schauen wir uns den Aufbau an. Also, hier vorne haben wir ein konstanter Term oder einen Faktor, minus Pi halbe. Dann kommt die äußere Funktion, das ist die Cosinusfunktion. Und ich glaube, die innere Funktion ist nicht zu übersehen, das ist dieser 2x minus 1. Also beim Ableiten fangen wir wieder mit der äußeren an. Cosinus abgeleitet ist minus Sinus. Mit dem Minuszeichen, was bereits vorne steht, wird dann zu Plus. Minus Minus ergibt ja Plus. Also bleibt ja nur noch Pi halbe stehen. Sinus von 2x minus 1. Dieser Term hier entspricht der äußeren Ableitung. Und dann mal die innere Funktion abgeleitet. 2x minus 1 abgeleitet sind natürlich 2. Beim Zusammenfassen fällt auf, die 2 hier kürzen sich weg. Und im Endeffekt bleiben nur noch Pi mal Sinus von 2x minus 1.
Gar kein Zweifel, das Ganze kann man auch noch verkomplizieren und deshalb schauen wir uns noch die nächste Beispielaufgabe an. Also, ich habe hier einen Funktionsterm, f von x ist gleich Sinus Quadrat von 4x minus pi. Kurzer Hinweis, diese Art von Funktion kann man auch anders darstellen, also ich könnte das Ganze auch so schreiben, Sinus von 4x minus pi, alles hoch 2. Also, dieser Quadrat hier ist das gleiche wie eine quadratische Klammer drumherum. Okay, wieso ist diese Funktion verkomplizierter? Naja, wenn wir jetzt versuchen, die äußere und die innere Funktion zu identifizieren, dann merken wir leicht, dass eigentlich diese Funktion mehrfach verkettet ist. Wieso? Wir haben einmal eine Klammer mit der hoch 2, das ist die eine Funktion. Dann haben wir noch die Sinusfunktion hier, das ist sozusagen die mittlere Funktion. Und dann haben wir noch eine Funktion im Inneren, diese 4x minus pi. Also, wir bleiben bei der Kettenregel, wir fangen wieder mit der äußeren Funktion an, allerdings haben wir mehrere innere Ableitungen. Damit meine ich. Als allererstes die hoch 2 Klammer. Die hoch 2 wandert nach vorne, ist ja natürlich eine Potenz, und dann wird diese ganze Funktion hier vorerst abgeschrieben. Das bedeutet Sinus von 4x minus pi. Und das Ganze natürlich wäre dann offiziell hoch 1. Natürlich können wir uns diese Klammer mit hoch 1 auch sparen. Als nächstes wird dann die nächste Funktion abgeleitet. Das ist die Sinusfunktion. Sinus abgeleitet ist Cosinus. Dabei bleiben die 4x minus pi so wie sie sind. Und erst jetzt am Ende, in der dritten Stufe, wird die innerste Funktion abgeleitet. 4x minus pi sind natürlich abgeleitet 4. Also, so könnte man auf diese Weise auch mehrfach verkettete Funktionen ableiten. Fasse jetzt diesen Term nun mal kurz zusammen. 2 und 4 kann man nach vorne ziehen. Das sind 8. Diese Klammer mit hoch 1 können wir uns eigentlich sparen. Deshalb Sinus von 4x minus pi mal Cosinus von 4x minus pi. Zum Schluss noch ein paar Hinweise und dann haben wir es schon geschafft. Als erstes, ich kann nicht oft genug wiederholen, Sinus und Cosinus sind immer verkettet, deshalb ist die Kettenregel immer zu beachten beim Ableiten. Zweitens, Sinus und Cosinus können natürlich auch im Zusammenhang mit anderen Ableitungsregeln wie Produkt- oder Quotientenregel vorkommen. Dazu findet ihr mehrere Tutorials in der gleichen Playlist.